aufgebaut auf Unwachen, so einer Pommesbude, hier wirklich alles frittiert. Und dann fragt er, was für eine Soße nimmst du denn haben zu deiner Pommes? Ja, was hast du anzubieten? Ich habe 30 Soßen. Ja, du willst mich gerade verarschen. Nein, hier, guck, schau, 30 Soßen. Was willst du haben? Ketchup reicht mir vollkommen aus. Okay. Das ist genial. Das ist wirklich, kommst du in den Wohnwagen hin und dann hier so 30 Soßen. Was möchtest du haben? Curry, mit süß, sauer, scharf, ohne Zucker, mit Zucker, Tomate oder Senf oder was da geil, Mayo, 30 Soßen. Hier rauf und runter, Schaschlik und so, Curry. War schon genial, war echt genial. Also, war echt, echt geil. Waren wir auf dem Heimweg, fast auf dem Heimweg. Ein Kollege aus Frankfurt mit seinem, ich sage jetzt nicht was für ein Auto, mit seinem Auto. Und ich mit meinem Golf 1. So, wir fahren auf der Straße, da hat gerade mal ein Auto Platz. Das ist eine Betonstraße. Oder eine Teer, das ist ein Feldweg in der da gewesen. Hallo? Wir fahren da so schön und die koppeln sich ein Auto entgegen. Was macht der? Er fährt auf Gras rüber und geht voll in die Eisen, weil ja von vorne ein Auto kommt. Ich gehe natürlich auch rüber auf Gras, ja, mit dem Reifen und gehe auch schön in die Eisen. Und als ich nicht zum Stehen kommen bin, habe ich ihm schon richtig hier das Heck geblättet mit meinem Auto. Ja, da war er da gestanden. Sein Kofferraum bis vorne zur Motorhaube reingedrückt. Bis ins Handschuhfach habe ich ihm das Ding reingeschoben. Bei mir war die Stoßstange kaputt und der Rest ging eigentlich. Es ist ein Golf gewesen. Der ist stabil vorne. So, es tut mir aber ehrlich leid. Ich habe nie wieder was von ihm gehört. Der kam aus Frankfurt. Ja, wie soll ich jetzt mein Auto stehen von der Tür? Was mache ich jetzt mit dem Kofferraum? Oder Schweißgerät, schweiß das Ding zu. Ja, wenn der Schloss nicht mehr funktioniert, klebt's. Was soll ich dazu sagen? Die Karre ist am Arsch. Ja, das war so auf dem Rückweg. Habe ich noch Mofa mitgenommen. Den Puch. Das Mofa hieß Puch. Habe ich in den Kofferraum. Ich habe einen LKW gehabt. Das war ein Golf ohne Rücksitzbank. Da war hinten drin war mein ganzes Schlafsack, Klamotten. Ja, und dann habe ich halt mich hergenommen, das Mofa genommen und hier so reingeworfen. Das hat wunderbar reingepasst. Der Golf ist groß von der Fläche, von der Ladefläche hat wunderbar reingepasst. Ja, waren ja auch keine Reifen dran. Also hat wunderbar reingepasst, habe ich die Klamotten und alles reingelegt. Mein Cousin war vorne auf dem Beifahrersitz, den hast du wie Essenblau. Sicher, wenn jemand mit dem Mofa und großen Scheiße. Ich habe das Mofa geschenkt gekriegt. Das stand einfach so rum, war am Verrosten. Haben wir gedacht, oh cool, ich habe lauter Mofas daheim, dann passt das ganz gut dazu. War eh nur ein halbes Mofa, hallo? Da haben die Reifen fehlt und die Felgen. Dann sind wir angehalten worden, Zivilstreife. Was mit dem Mofa? Das habe ich geschenkt. In Flandern. Aha, okay, ist in Ordnung. Führerschein, Fahrzeugpapiere, bitteschön. Sie können weiterfahren, danke. Große Scheiße. Meine Fresse, wie kann man sich nur so... Naja. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Wir waren auf dem Weg Neustadt an der Saale, waren wir gerade immer durchgefahren Richtung Münnerst. Dann geht bergauf, dann kommt die Glasfabrik auf der rechten Seite, Zementwerk und so weiter und was da geil, was das alles ist. Dann geht es um die Kurve rum, dann kommt das lange Schiff.
oberhalb vom langen Schiff. Da meinte er dann, aus dem Auto springen zu müssen. Er ist in Ordnung, er muss mal kurz pinkeln. Er meinte, ich lege mich jetzt auf die Straße und lass mich überfahren. Aha. Was willst du? Ich lass mich jetzt hier auf dem Mittelstreifen überfahren. Der Kollege war noch Beifahrersitz, guck hier, Panapalla. So, weiß ich. Weißt du was? Der war Stunden, pass auf. So, ich lass mich jetzt auf dem Mittelstreifen überfahren. Da bist du jetzt los. Da war ein Kollege auf dem Beifahrersitz und ich und wir haben die Welt nicht verstanden. So, warum will er sich jetzt auf dem Mittelstreifen überfahren lassen? Der ist doch schon besoffen. Ja, also, weißt du, vielleicht hat er irgendwelche Bahnvorstellungen. Ach so. Ja, komm, steig ein, ja, wir fahren heiler. Ich hab Schnauze voll, ich will heim. Na, ich lass mich jetzt hier auf der Straße überfahren. So ein blödes Ausschlag, du blödes. Ich steig ja irgendwie gepackt und habe in den Kofferraum reingeworfen. Konnte er dann seinen Rausch ausschlagen, weil ich in den Kofferraum kommt. Mann. Ich habe hinten Ladefläche gehabt. Für Decke und Kopfkissen und Bettdecke und kommt so richtig chillen hinten drin. Später habe ich mir einen Bulli geholt, VW-Bus. Da habe ich meine Motorräder und Mofas immer durch die Gegend geklappt. Da sind wir am Gelände gefahren. Hat Spaß gemacht. Und dann nochmal schöner. Nur Feldweg. Später habe ich mir dann eine Maschine auch wieder eine 185 LS oder LX, LS was glaube ich. Habe ich mir zugelegt. Ja. Die hat mir dann einen Doppelfahrer geschrottet. So ein Opa, weil er nicht rechts, nicht links rücken konnte. Einfach rausgezogen, bin ich vorne über die Motorhaube. Knapp vorbei. Da war die Maschine am Arsch. Hab ich den Motor rausgerupft und habe die Maschine so verkauft. Dazu und fällt ja nicht mehr viel ein. Derjenige, der den Motor bekommen hat, hat sich gefreut, ich habe eine Holzkiste gekriegt. Ich sag, was meinst denn du? Ich kenne nur die Spedition. Lass doch mal einen Motor von der Spedition befördern. Was meinst du, wie die damit umgehen? Da ist von dem Motor nicht mehr viel übrig, wenn der ankommt. Sei doch froh, dass ich das Ding eingepackt habe in der Holzkiste. Kann nichts passieren. Sei froh, hast du ein bisschen Brennholz zum Verschwören? Ja. Da machen sich die Leute dann auch wieder nass. Eigentlich schwierig, brauchst du schnell dafür, wo der Motor reinpasst. Es gibt solche Gestelle. Wenn der Motor reinkängt, festschraubt, kannst du mit dem Hubwagen reinfahren, mit der Ameise, kannst du mit dem Stapler reinfahren, passiert nichts. Das ist ein Gestell, geht um den Motor rum. Das Ding kannst du quer durch die Halle, passiert nichts. Das Ding, wenn umfällt, passiert, läuft die Brut zwar raus, aber das war's dann auch. Das Ding ist fest, kommst du nicht hin. Es sei denn natürlich, das. Ich habe immer DPV früher abgeholt. So. Die Serienkenner haben diese kleinen Fässer mit so und so viel Liter. Von der Palette runter auf den Platz. So. Die Spätschicht kommt, denkt, oh, haben wir ein wenig Platz, da steht eine Palette, haben wir ein bisschen Platz, schieben wir ein wenig zusammen. Ja, in die Palette reingefahren und richtig schön, gib ihm, schieb die ganze Brühe zusammen.
Ja, und zwischen der Palette stand dieses kleine, klitzekleine Ölfass mit 50 Liter. Ja, das stand da nicht lang. Da war dann die Gabel im Weg. Die Gabel ging durch die Palette, durch das Fass auf die andere Seite. Was meint er, was dann los war, wenn die Brühe gelaufen ist, das Öl? Oh, guck, schau, da läuft der Öl aus. Ach, da ist ein Fass hinter. Scheiß die Wand an, Alter. Wurde mal Bindemittel. Ich habe, glaube ich, gerade ein Fass angestochen. Alter, nein, alter Mann. Wenn ich dann den Obermacker von der Halle getroffen habe und ihm gesagt habe, die Halle ist zu klein. Die Halle ist nicht zu klein. Freundchen, wenn ihr die Paletten jetzt schon vierfach aufstapelt, dann ist die Halle definitiv zu klein. Die Halle ist nicht zu klein. Freundchen, wenn ich früh morgens komme und ich komme noch nie mal mit dem Hubwagen, geschweige denn per Fuß, durch den Gang durch, da muss ich oben drüber klettern, dann ist die Halle zu klein. Das ist doch gar nicht wahr. Ja, da müssen erst einmal die Fahrer, ja, den ganzen Plunder außenrum wegräumen, damit ich an meine Scheiße rankomme. Freunde, wisst ihr was, dann komme ich nicht mehr um 5, dann komme ich ja schon um 7, da ist die Halle schön leer. Da hat sich der Unternehmer gefreut, für den ich eben selbstständig übrigens gefahren bin. Warum kommst du erst um 7? Weil wenn ich um 5 Uhr komme, ist die Halle voll. Nein, die Halle ist nicht zu klein. Aha. Und wenn ich um 7 komme und um 10 rausfahre, ist mir das immer noch lieber, als wenn ich vom 5 Uhr bis um 11 Uhr warten muss, bis die Scheiße weggeräumt ist. Das ist so ein Hals mit so einer Krawatte. Ich darf um 7 erst kommen. Das interessiert mich doch nicht. Ich habe mein Geld bekommen. Ich habe meine Aufträge erledigt. Und damit war für mich der Käse gegessen. Fertig. Hatte ich dich mit vorhin schon einmal überholt, meine ich? Gelb, grün. Wo ich gedacht habe, der Dachser fährt vor mir. Kann aber gar nicht sein, weil gelb-grün. Aha. Nicht schlecht. Nee, der fährt, glaube ich, hinter mir. Ein paar Dinger hinter mir. Da fährt noch einer von der Sonne. Zum Beispiel. Ruppart. Horn, Bad, Meinberg. Main, nicht mal M-A, sondern M-E-I-N, Main, Main, nicht dein, sondern Main. Später bin ich dann von einer Firma auf die andere Firma gewechselt. Dann konnte ich dann wieder hier DHL-Brücken fahren. Also große Brücken mit allem drum dran. War ich zum Beispiel in Stuttgart, habe ich 2 Kunden angeliefert. Und dann bin ich nach Hause gedackelt. Zum Beispiel schon Dettelbach geladen, komplett dazu. Und gebe ihm bis abends. Naja, Stuttgart fährst du nicht mal eben so. Das sind schon mal Kilometer. Bis du dann beim Kunden bist und der im Laden und so weiter. 2 Kunden übrigens. Naja. Die Ladung wurde ja erst abends mal schon fertig. 16, 17 Uhr. Manchmal vielleicht ein bisschen früher. Naja. Dann war ich hinten aus bei Frankfurt, kann man jetzt nicht sagen. Wie heißt denn das Kaff? Wertheim? Fährst Wertheim runter und dann fährst du die komplette Strecke durch. Und dann kommt eine Ortschaft, die heißt. Wie heißt denn die Ortschaft? Das ist eine Riesenortschaft. Ein Riesending. Und dann kommt noch eine Ortschaft. Da waren Riesenlager für Designermöbel. Den Laden gibt es nicht mehr. So. Ich war also in Wertheim, beziehungsweise in dem Kaff danach, Wertheim, ein paar Kilometer weiter,
fertig, angerufen, Bescheid gesagt, Jungs, was los, Abholer. Ja, fahr mal nach Dettelbach. Ihr wollt mich gerade verarschen. Ich stehe hier am Arsch der Welt bei Frankfurt hinten draußen. Ja, 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 fahr nach Dettelbach. Fahr. Am nächsten Tag treffe ich einen Fahrer. Und wo warst du gestern? Ja, ich war in Dettelbach. So ein Zufall. Ich auch. Ja, ich bin dann nach Frankfurt aufgefahren. Nee, doch. Ich bin in Frankfurt gestanden, bin auf nach Dettelbach gefahren. Echt? Das ist heftig. Du stehst in Frankfurt oben, fast, sind noch ein paar Kilometer in Frankfurt. Stehst da oben am Arsch der Welt, fährst nach Dettelbach. Kollege steht in Dettelbach und fährt nach Frankfurt. Jetzt erklär mir mal vom Logischen her, warum ich von Frankfurt nach Dettelbach und der Kollege von Dettelbach nach Frankfurt. Beides die gleichen Brücken. Naja. Das ist Dispo, damit habe ich nichts zu tun. Wir haben uns totgelacht. Wenn der Oberdisponent nicht da war, ne? Frag nicht nach sonst, frag nicht. Du hast einen Scheiß aufs Auto gekriegt, ne? Sei ja, Freunde, was soll ich mit dem Rotz anfangen? Hallo, ich war Wertheim. Mark Heidefeld, ja, die Gegend. Was will ich mit Frankfurt? Ja, Eier. Ja, ach so, nee, falsche Abteilung. Ach nee, schmarrt doch nicht. Kennst du den Unterschied zwischen Mark Heidefeld und Frankfurt? Nee, das ist von der Postleitzahl her anders, gell? Ah, ja, okay. Nee, ist er noch. Aha. Bin ich ja beruhigt. Das ist ja Baller. Das haben sie zu mir gesagt, nimm zwei Brücken auf. Die Brücke Nummer so und so und die Brücke Nummer sowieso. Da sind Holzpaletten drauf. Mit dem Naturradar hin. Die stellen Babynahrung her. Da an der Straße. Blaufelden. Oder Grünsfeld oder bei da wo Bischofshand. Da in die Gegend. Blaufeld oder Grünsfeld? Ich weiß es gerade nicht. Wenn du da wo Bischofshand runterfährst, in Richtung. Na, und dann linke Seite oben auf dem Berg. Da ist das Gewerbegebiet. Ist egal. Und ich habe eine Brücke aufgenommen, Anhänger. Und dann bin ich losgedackelt. Komm mal Kunden an, Kunde freut sich. Wo? Anhänger. Ja, fahr rückwärts rein. Ja. Rückwärts Anhänger reingedrückt, Türen aufgemacht. Bitte schön, deine Palette. Der mir ist die Kinnhalter auf 9 gefallen. Flipp. Brennholz. Danke, reicht. Zumachen. Ja, was denn? Magst du kein Brennholz? Nö. Wir stellen keine Nahrung mehr. Wir wollen 1A-Palette. Das sind doch klasse 1A Brennholzpaletten. Ich weiß nicht, was ihr habt. Kann ich nicht brauchen, das ist Brennholz. Das setzt ja schon Moos an. Guck mal, schau, da fallen ja schon noch. Komm, hau ab mit dem Zeug. Angerufen. So, ja, die wollen das Zeug nicht, das ist Brennholz. Boah. Und jetzt? Machen wir den, was mit dem Abholer? Kannst du den Abholer? Ja, klar. Warum? Ich hab nicht ihre Brücke dabei. Warum hast du die zweite Brücke mitgenommen? Bin ich bescheuert? Ich weiß ja, warum ich eine leere Brücke mitgenommen habe. Vielleicht weil ich unbewusst nicht gewusst habe, dass hinten drauf Brennholz ist. Ich weiß es nicht. Ich habe einfach eine leere und ich habe eine volle Brücke gehabt. Anhänger mit voll und die Brücke auf der Maschine leer. Was meinst du, wie die sich gefreut hat? Die sind im Dreieck gesprungen. Also ihr gehört damit, ich habe leer und habe kein Naturata, die wir den wahren Ausgang mitnehmen. Was meint ihr, was da los gewesen wäre, wenn wir gesagt hätten, Freunde, ich habe Leerpaletten drauf, kompletten Zug, ich kann Naturata nicht mitnehmen. Jetzt haben wir ein Problem. Ja, richtig. Ohne 50 Kilometer rechts fahren.
da gibt's noch ganz andere. Da gibt's noch ganz andere Vögel. Ich habe früher Gefahrcode Victor Seifert für Köln-Nil habe ich geladen. Salui, Fortwerk, was glaube ich, geladen. Und zwar hochgiftige Farbe. Also Gefahrgut auf Deutsch. Da wurden die Container so gestellt, dass du einfach nur die Plane aufmachen musst. Ne? Plane auf. Dann haben die Schläuche angeschlossen. Die haben die nicht abgeladen. Die haben das Zeug einfach abgepumpt. Die Kisten bleiben stehen. Ja, machst die Plane wieder zu, fährst heim. Das habe ich vorgeladen. Auf zwei Brücken. So. Vorgeladen. Göttchen drüber, über zwei Stück nebeneinander, ne? Göttchen drüber werfen, festzurren. Hinten nach Spannbrett kommt ein Aufkleber hin, also so ein Zettel mit dieser, ne? Steht eine Nummer drauf, dann wird das Ganze fotografiert, du hast gesichert, du hast hinten gesichert, du hast rumgesichert, das und dies und jenes. Das haben die fotografiert, hinten mit dem Zettel mit einer schönen Nummer drauf, dann wurde das Ding zugemacht, ne? Zollstuhl durch, verploppt. Beide Brücken. Zwei. Nee, dazu. So, jetzt ruft dein Disponent an. Sagt, ja, du kriegst noch eine Gitter, zwei Paletten, zwei Container und eine kleine Palette. Und du fragst mal so nebenher, so, soll ich das Zeug hinstellen? Ja, kannst du das Zeug nicht irgendwo draufstellen. Aber du weißt schon, dass ich verploppt bin, ne? Ja, ja, natürlich. Wo soll ich das Zeug hinstellen? Ja, meine Fresse, ey. Aber der Disponenten sagt, ich schicke einen anderen LKW. Die Firma war es, Neuer Hafen. Das war gegenüber von der BASF. BASF-Werk war das. Da war ich im Warenausgang und gesagt, Freunde, ihr seht ja, meine Brücken sind zu, verblombt. Ich habe bei Victor Seifert Gefahrgut geladen. Das war's. Ich habe jetzt den Auftrag, ich soll bei euch Ware abholen. Ja, das geht natürlich nicht, ne? Ist klar, ne? Weil verblombt und so, ne? Das geht man überhaupt nicht. Was machen wir denn da plötzlich? Ja, ruft an und sagt, wir brauchen einen LKW. Weil ich kann die Scheiße nicht mitnehmen. Ich war am nächsten Tag dort, hab Ware mitgenommen und habe ich gefragt, ja, mit Samstag, ne? Ja, 20 Uhr, kann das auch kommen. Das tut mir aber leid, ehrlich, mein Beileid. Ja, scheiße, du gelaufen. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja. Ja, ja. Wer war das damals? Das war der Schäflein. Genau, das war der Schäflein. Da bin ich über den Platz geheizt. Was heißt kalt? So schnell war ich aber damit. Ich bin über den Platz gefahren, hab mal kurz Puppe angemacht. Da kommt der Fahrer raus, sagt kaputt, rausgestört. Hey, ja, Leute, schlafen! Wenn du nicht gleich Land gewinnst, ja, dann mache ich dich rund mit dem Ball und schmeiß dich über den Zaun. Diese Richtung. Da kam einer aus dem Büro rausgewurzelt. So, pass mal auf, euren Saftladen, ja, könnt ihr euch sonst mal hinschieben. Chef angerufen, der hat einen anderen Fahrer geschickt, ich habe Hochverbot gekriegt. Am nächsten Tag war ich wieder da, kommt einer aus dem Auto rausgepurzelt, du hast Hochverbot bei uns. So, Jungs, ich bin der Einzige, der Gliederzug fahren kann bei der Firma. Oh, ja, dann viel Spaß. Dankeschön. Idiot. Nein, der Fresse, ey. Ich war bei der Fahrschule. Damals schon. Da bin ich gefahren,
Wer ist die Ortschaft bei Stuttgart unter Dürkheim? Oder Dürkheim? Unter Dürkheim? Dürkheim? Unter Dürkheim. Und Göppingen. In Göppingen habe ich mal eine Stunde gebraucht, um den Brücke aufzudrücken. Eine Brücke. Aufdrücken. Nicht ab- und aufdrücken, sondern aufdrücken. Ich habe den Anhänger nicht runtergebracht. Eine Stunde habe ich gebraucht, um das Scheißding aufzunehmen. Da war ich noch Anfänger. Ich habe jedes Mal falsch gelenkt. Wieder zu. Hat ewig gedauert. Ich habe ja recht verzweifelt. Irgendwann mal einen Brasilianer angerufen und sag, ja, ey, ich bin auf dem Weg nach Stuttgart. Ey, cool, ey, wir treffen uns bei. Ja, wo bist du denn nachher? Unter Dürkheim. Ja, da komme ich hin. Dann haben wir uns getroffen. Mitten auf der Kreuzung. Ey, Internetbekanntschaft. Mein Kollege mein Admin aus Berlin. Haben wir uns in Unterdürkheim haben wir uns getroffen und uns unterhalten. Ein echter Schwabe. Mit schwäbischen Akzent. Also wirklich vom Feinsten. Cool. Aber ja, der ist dann irgendwann ausgewandert, die Schnauze voll hat, ist nach Brasilien ausgewandert. Brasilianer. Hat Brasilianisch gelernt, hat eine Frau, zwei Kinder. Irgendwann hat er von Brasilien die Schnauze voll gehabt, ist wieder zurück. Jetzt wohnt er in Berlin. IT, also er ist IT-Fachmann. Macht jetzt einen auf Admin von der großen Firma. Administrator, macht die Computer dort. Wartung, Einstellung, Hochladen, installieren und den ganzen Rotz. Ja. Habe ich total vergessen, ne? Das ist immer, ich würde total vergessen. Mein Kollege aus Berlin und auch mein Kollegen aus, das gab es doch gleich nochmal, alle an der Saale. Guten Rutsch, frohe Ostern und schöne Weihnachten. Nachträglich. Für alle anderen auch. Ja, ich weiß, 11.01.2016, das ist wirklich aber. Ich hab's vergessen. Schöner sonniger Tag, war zwar arschkalt auf Motorrad, weil es schon unter, sagen wir mal 10, zwischen 10 und 15 Grad war. Es war recht windig, kalt windig, aber es hat gepasst eigentlich irgendwie. Also es war jetzt nicht so, ja, es hat gepasst. Und wir sind doch Rennsteigzimmer gefahren.
Thüringer Wald, falls es was sagt. Und bekommen eine SMS. Morgen Straßburg für einen Kollegen fahren. Scheiße. Ich habe eigentlich die Woche frei gehabt. Ich hatte eigentlich die Woche frei, aber das ging natürlich nicht und dann musste ich die Tour abbrechen. Naja. Dann bin ich zurückgedackelt und am nächsten Tag Straßburg fahren. Ja, schade eigentlich. Es ist jetzt nicht Halle an der Saale direkt, sondern es ist ein Kaff davor. Aber es ist Halle an der Saale für mich. Berlin wäre noch ein bisschen weiter gewesen, das wollte ich mir jetzt nicht. Mit dem Motorrad, nee. Da war ich schon mit dem LKW gestanden, wo ich Ikea angeliefert habe, weil ich den Kollegen angerufen, hey, ich bin in Berlin. Hey, cool. Ich komme mit dem LKW vorbei. Was? Nur mit der Zugmaschine. Zugmaschine vor der Haustür geparkt und aufgestiefelt. Dritter, vierter, fünfter Stock. Nimm einen Aufzug. Ja, ich laufe lieber. Ihr wisst auch, dass ich Fahrstuhl nicht leisten kann. Ich laufe lieber. Ich dackel lieber im Treppenhaus rauf und runter. Das gibt Schmalz auf die und hält fit. Irgendwann müssen wir so alle sterben, aber dann wenigstens an den Fahrstuhl. Langenbruck, 1,1 Kilometer. 41 Kilometer auf die A92 Stuttgart. Wieso Stuttgart? Willst du mich verarschen? Naja, wenn du meinst. Zu meiner Schenkerzeit in der Nähe von Halle soll ich Wasser laden bei der Firma. Hab die Adresse eingegeben im Navi, bin da hingefahren, bin da reingedackelt. Hallo, hallo, jemand da? Ja, keine Sau da, Freitagabend. Also Freitag 17, 18 Uhr. Geguckt, geschaut, nee, hier ist keiner. Oben habe ich die gleiche Firma auch noch mal gesehen, aber ein schöner großer Neubau. Denkt mir, fährst du mal dann auf. Aufgefahren, Pförtner, servus, ich soll hier Wasser laden. Ja, die haben schon zu, die machen morgen, keine Ahnung, Feierabend. Aha, wie sieht es denn aus mit morgen? Spinnst du? Am Montag erst wieder. Was? Nö, Freunde, also Montag, nö, war gar nicht. Geht nicht. Also, ist nicht. Dispo angerufen, mein damaligen, der für mich zuständig war. Ich sag, was? Bis Montag, spinnst du? Fahr zurück. Okay. Pause gemacht, bis um früh und dann heimgedackelt. Samstag früh. Und dann haben wir gedacht, oh, wenn ich schon mal da bin, hier im Steinkopf von Halle an der Saale entfernt, ich koppel ab, fahre nur mit der Zugmaschine, ohne Brücke,
nochmal nach Halle, so ein kleines Kaff vorher. Besuchen wir meinen Kollegen, der freut sich bestimmt, wenn ich nachts um 21 Uhr bei mir an die Tür klopfe. Angerufen, ich bin da. Wer, was, wo? Ich stehe vor der Tür. Ich habe meinen LKW bei euch in der Straße geparkt. Gardine. Oh, da steht ein 40 Donner vor unserer Haustür. Servus, ich bin. Hallo. Leck mir die Füße. Also ja, es war eine Einbahnstraße. Kannst du nur von einer Seite und hier links und rechts die Autos geparkt. Ich habe einen schönen Parkplatz gefunden. Nicht direkt vor der Haustür, aber ein paar Meter davor. 20 Meter ungefähr. Schön auf mir geparkt. So dass die Autos noch vorbeikamen. Da habe ich meinen Kollegen besucht. Genau. Man muss irgendwo unterhalten. Da bin ich wieder heimgedackelt. Zu meinem Anhänger, zu meiner Brücke aufgebrückt, angehängt, Häuschen gemacht bis früh um 8. Und dann heimgefahren. 8, 9, ich weiß gar nicht, wann ich rauskomme. Das ist aber schön. Ich weiß gar nicht mehr, wie war das damals. Ein Kollege ruft an, sein Laptop, sein Notebook, sein Computer am Arsch, kaputt, defekt, Schrott, muss noch mal bezahlen. Ja, scheiß die Wand an, jetzt hat er keinen Computer mehr. So, jetzt kein Problem, ich komm vorbei. Was? Ich fahr mal kurz mit meinem Auto, ich hab doch einen Golf, ich hab doch hier Power Diesel. Wenig Verbrauch, ich kann mit einer Tankfüllung komme ich 1000 Kilometer weit. Hallo? Da bin ich mal runtergedackelt, 300 Kilometer. 269 Kilometer sind nach hab noch ein Notebook dabei gehabt, sag hier bitteschön, hast mein Notebook. Wie jetzt? Hier, ne? Hast du was zum Spielen? Aha, hab ich mal ein Notebook hier. Ich weiß gar nicht, was dafür verlangt habe, ich weiß es nicht. Neupreis war knapp 1000 Euro. Puh. Weg damit. Das war ein schöner Samsung. Weinrot. Samsung, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Da habe ich dafür verlangt. Es hat gerade mal Spritkosten alles. Nur immer, ja. Spritkosten waren drin, klar. Das war schon der damals. Kilometer A92 Richtung Stuttgart. Aha. Wird Spaß machen.
hier, aber ziemlich tief. Kann man sagen. Ja. Tief. Wahnsinn. Volle Dau, 1 Kilometer. Hier mit Fresstempel. Mit Kotz. Nein. Burger Kotz. Wollen Sie das Maxi-Menü? Sieht scheiße aus, als habe ich das weg. Habe ich um das Maxi-Menü gebeten? Habe ich das Maxi-Menü bestellt? Nee. Siehste? Wollen Sie eine große Cola? Wollte ich eine große Cola? Nee. Aha. Darf sonst noch was sein? Die Rechnung bitte. Meine Fresse, ey. Früher reingegangen, Sprüchel aufgesagt, das war's. Nein, ich will kein Maxi, ich will nichts extra Käse, ich will nie irgendeinen Scheiß, ich möchte das, was ich gerade gesagt habe, ansonsten könnt ihr mich am Arsch schlecken. Naja, wenn man halt im Rudel ist, geht man halt einmal, ne, hier, Müll essen. Das war früher, das ist schon ein paar Jahre, das sind 20 Jahre her, hallo? Einer sagen will, komm, wir gehen zum Kotz. Ich möchte vielleicht noch ein bisschen weiterleben. Wie jetzt? Ich gehe da nicht rein. An den 10 Pferde kriegen wir da rein. Aber nichts Aroma, nichts hier, Geschmacksverstärker, ich scheiß auf den Dreck. Der Kaffee ist so ganz gut, oder die Brühe oder was? Hast du schon mal mein Kopf Kaffee gesoffen? Das Zeug schmeckt wie Spülwasser. Das ist nur schwarz. Als ob man reingeschissen hätte. Aha. Das ist wirklich fürchterlich. Das Zeug kannst du nicht saufen. Ich hab's probiert. Ich hab gedacht, du musst reiern, wo es einmal damit reinkotzen kann. Schweizer, die machen guten Kaffee. Die Italiener auch. Hab ich ja schon gesagt, ne, beim Zoll, diese kleinen Cappuccino. Wie war das Ding? Ey, 30 Cent. Das war genial. Zuckersüß, die Brühe. Aber geil. Richtig schön schaumig. Nicht so wie dieses Wischiwaschi-Wasser. Cappuccino, Dingsbums, ja, was du hier am Automaten kriegst, sondern richtig schön hier mit Schaum, mit Zucker, mit allem drum und dran. Da konntest du einmal weg, war die Brühe. Geil. Das war geil. Italienischer Zoll. Meine Becks für Becks, mein Bier, wo ich ein Zoll gemacht habe. Hinfahren, Papiere hinlegen, machen, Kaffee saufen, lecker. Oder früh morgens mit dem LKW quer durch die Botanik geschürt, geackert. Geflücht. Also kein Navi on board. So, jetzt hältst du mal an und fragst mal im Café, in dem Stehcafé, die netten Italiener ums Eck, der gerade hier sein Cappuccino runterschlürft nach dem Weg. Reinstürmt. Ah, buongiorno. Guten Morgen. Ich suche Firma Spedizione Schenker hier in Italien. Ah, hier so, Adelster, Sinister, La Secundo, La Principle. Semaforo, ne? Ampel, Rondell hat hier Dritto, ne? La Prima, die erste,
Adestra, sinis adestra, rechts. Aha. Ist in Ordnung, passt schon. Also, Frontell, geradeaus, dritter. Adestra. Ah, wunderbar, da ist es. Genial. Einfach in alle rein, den Kaffee da rein. Da waren sie alle gestanden, haben Kaffee, Cappuccino. Du dürfst in Italien nicht den Fehler machen, wenn du in einem Kaffee für 1 Euro ein Cappuccino säufst, bestellst. Das Ding heißt Café to go. Das heißt im Stehen saufen. Das heißt ja auch Stehkaffee. Wenn du jetzt auf die Idee kommst, nimmst dein Tässchen mit heißem Cappuccino, gehst raus vor die Tür und setzt dich auf den Stuhl, da kommt der Wirt aber angeschossen. Der zieht dich mal kurz an der Krawatte hoch und stellt dich mal links und rechts ab. Du hast 1 Euro für die Brühe bezahlt. Und nicht mehr. Das heißt im Stehen saufen, nicht hinsetzen. Das ist der Unterschied. Früh abends wird zum Beispiel kein Cappuccino gesoffen. Das säuft man Espresso zum Beispiel. Aber kein Cappuccino oder essen. Was meinst du, was der wird? Der Kellner kommt, der geht so einen Hals mit so einer Krawatte, wenn du Cappuccino bestellst. So ein Fisch auch noch. Was? Oh, das geht mal gar nicht. Oder hier, guck mal, wenn du da einen Bierbauch zur Schau stellst. Du hast Badelatschen an, kurze Hose, dass man die Haare unten raus, also die. Und dann hast du noch so eine Bampe und dein T-Shirt passt nicht ganz und der Bauchnabel liegt frei. Und damit läufst du dann durch die Stadt mit dem Handtuch über die Schulter hier so lässig, so wie John Wayne. Naja, dein bestes Stück guckt schon unten raus, samt Eier. Da kriegen die Italiener einen Hals mit so einer Krabbe. Der reicht schon, eine Krabbe, der reicht da nicht. Also niemals mit Badelatschen und Bierbauch durch die Stadt, das mögen die Italiener gar nicht. Ja, immer schön angezogen durch die Stadt. Leute, ihr kommt auf Ideen, ne? Wenn der Tag lang ist. Den überholt, das gefällt ihm gar nicht, weil der nämlich lahmarschig ist und da ist rausgezogen und sagt, ich leck mich am Arsch, ich überhole jetzt wieder. Das war auch ziemlich knapp, so wie der hier vorne rein ist. Muss man sagen. Pounzenhauser. Na, Nebelschluss euch an. Warum denn? Ist hier Nebel? Spackos. Ja. Ich war mal auf dem Weg durch Italien, das sind wirklich, da musst du links und rechts die Spiegel einklappen, damit du durch die Käfer fahren kannst mit dem LKW. Links und rechts die Häuser, musst du den Spiegel einklappen. Bin ich ja so wie durch die Dinge. Die Navi. Naja, fahr also so lang und denk mir so, ach, da vorne auf der Kreuzung, Feldweg, geteert, betoniert, irgendwas in der Richtung. Da fahre ich jetzt einmal rechts weg. Es sah sehr schön aus. Ich bin gerade so, wenn man am Sattel rumkomme. Naja, und dann war ich irgendwie in einer Sackgasse gestanden. Bin auf dem Marktplatz. Da kam ein Italiener angepfiffen. Ich meinte, du bist hier falsch. Was willst du hier? Du kannst hier nicht drehen. So, ja, Freundchen, ich kann alles. Pass auf und lerne. Dann bin ich auf dem Marktplatz, über rechts übrigens, beim rechten Spiegel, in die Parklücke reingefahren. Links und rechts geparkte Autos, habe ich mal einen Auflieger reingedrückt.
und dann vorwärts wieder rausgefahren. Da war der ganz, da war der hier so happy. Sag ja, cool. Kannst gerne wiederkommen. Ja, ja, ist recht. Ja. Sattelfahren ist easy. Ich meine, aber rechts ist schon ein wenig schwieriger. Klar, natürlich. Aber es ist einfach. Einmal war ich mit dem Lieferschein auf der Straße gestanden. Da kam ein italienischer Autofahrer. Ich frage, wo willst du denn hin? Ja, ich suche die und die Firma. Ja, da bist du hier total falsch. Sag, komm mit, fahr mir nach. Ich zeig dir, wo es ist. Ohne Navi. Damals noch. Italienisches Kennzeichen auf dem LKW. Und gib ihm. Dann bin ich hier hinterher gedackelt, quer durch die Stadt. Sag, hier ist deine Firma. Arrivederci. Ciao. Merci. Grazie. Was ist das? Prego. Ja, dann ist er wieder weggedackelt. Habe ich früher auch gemacht. Polen, Rumänien, Tschechien. Wenn ich irgendwo standen, haben Lieferschein in der Hand gehabt, wo willst du denn hin? Ha, da willst du hin. Da bist du aber weit weg davon. Aha, fahr mir nach. Meistens wollten die nach zum Enzberg. Röcklein, Gewerbegebiet, waren sie in der Stadt gestanden. Noch 12 Kilometer, A92, Stuttgart. München, 34 Kilometer. Deutschland angeliefert, italienisches Kennzeichen, Zugmaschine, Auflieger. Ne? Damals war mein Kennzeichen Doppelberta 913 Ludwig Cäsar. BB 913 LC. Damals. Da kam ich rein. Sag, ich möchte gerne entladen. Hä? Papiere hingelegt. Ah, Italiener. Aha. Ja, Staplerfahrer kommen. So, willst du mich verarschen? Ja, Staplerfahrer kommt. Aha. Warte, LKW. Oh, ist in Ordnung. Alles klar. Ciao. Dann kam der Staplerfahrer. Ich glaube, die haben mich für blöd gehalten oder so. Ich weiß auch nicht. Du hier warten. Machen auf, ich komme gleich. So, willst du mich verarschen? Ja, ist in Ordnung. Alles klar. Aufgemacht. Die haben mich überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht. Entweder konnten die gar Deutsch oder ich weiß es nicht. Deutschland. Oben in Dortmund, da oben irgendwo in der Gegend. Da ist dann nur ich mal auf. Aufgemacht, hat nur Fahrten, soll schon rausgezogen, ne? Planen aufgeworfen, Badwand runtergelassen, kam der Staplerfahrer, ich entladen. So, ja, ist recht. Grazie. Ja, ja, ist in Ordnung. Entladen, Papiere, Büro. Also mit mir kannst du Deutsch reden, du Armleuchter. Hat erst mal geguckt. Hä? So, ja, passt schon, wenn der Chi. Ja, ja, balla, balla. Ich glaube, die haben entweder nicht zugehört, ja, wir können es ja auch bayerisch erzählen, was bist denn du für ein Zipfelklatscher? Boah, ganz so schwarz du. Meine Fresse, ey. Da habe ich mit denen nur auf Italienisch gequatscht. Das war noch das, ja. Ich habe dann nur noch auf Italienisch gequatscht. Zum Schluss habe ich gesagt, mit mir kannst du mal Deutsch reden, gell? Ich bin ein Bayer.
war der Schaffnerfahrer da gestanden. Naja, passt schon, ist ja. Ja, italienisches Kennzeichen. Ist ein Italiener drauf, kein Deutscher. Steh im Stau. Lalalala. Hä? Buongiorno. Hier, Stau. Seine Freundin. Nix Italiener. Deutscher. Naja, gut. Halt. Ah. Naja, Stau. Aber. Keine Ahnung. Weiß nicht. Hab noch nichts gehört im Radio. Ah. Grazie. Ciao. Ja, tschüss. Ja. Kommt einer angerannt, Italiener, sieht ein LKW, der lädt sich jetzt auch. Komm, sag ich mal. Ja, da habe ich den verklickert, pass auf. Stau, ja, aber keine Ahnung was. Naja. Da war er ganz, verwundert, da sitzt ein Deutscher drauf. Ja, ja gut, Deutsch-Italiener. Naja. Auch irgendwie gepasst. Abends einmal war ich gestanden, habe ich Wasser, habe ich glaube ich drauf gehabt, Wasser. Sixpacks, also 1,5 Liter Flaschen, Paletten mit Wasser, kompletten Zug voll. Und naja, Riesenhof, da haben sich die LKW-Fahrer gegenseitig platt getreten, um noch einen Platz zu finden. Ja. Das Fenster konntest du nicht aufmachen. Es war warm draußen, es waren gute 35 Grad im Schatten abends. Es war warm draußen, richtig warm. Wenn du ein Fleischbatzen in die pralle Sonne legst, musst du dich nicht wundern, wenn die Würmchen angekrochen kommen. Und die Maden und die Fliegen. Dass das Ding irgendwann nochmal stinken anfängt, wie die letzte. Musst du dich nicht wundern. So hat es auf dem Hof gestunken. Da war ich gestanden. Fenster zu, Lüftung zu und gepennt. Du konntest bei der Hitze, konntest du nicht das Fenster. Du hast das Fenster aufgemacht, das bist du erstickt. Von lauter Gestank. Morgens ging es, da war es ein bisschen kühler. Da ging es, da konntest du mal kurz das Fenster aufmachen und boah. Aber nicht zu viel einatmen, weil sonst bist du erstickt. Ist auch richtig, wenn die Mülltonne überquillt, ja, die Sonne drauf scheint, die Kanalisation ist die reinste Parfümerie. Dagegen. Ruft der Kollege an. Dein Würstchen, nein, dein Kotelett macht sich gerade vom Kühlschrank aus Richtung Heimat unterwegs. Hä? Ja, dein Kotelett kriegt Beine. Mein Kotelett? Beine? What the fuck? Ich komm mal vorbei. Vorbeikommen. Na, dann wird die Tüte schon entgegenhalten. Hier, dein Kotelett. So, what the fuck, reingeguckt. Brrr. Eine Tüte, ein Kotelett noch drin, waren 3 Stück. Eigentlich 3 Stück. 2 davon angefressen. Das dritte lag noch drin. In der Verpackung. Eine Flasche Wasser und Besteck. Ja gut, die Flasche Wasser habe ich entsorgt. Ausgeschüttet und in Plastikmüll. Das war ja kein Thema. Was mache ich jetzt mit dem Steak? Mit dem Kotelett und dem Besteck? Das habe ich dann draußen an die Tanke gehängt. Kannst du ein wenig auslüften. Also das ist nicht mein Zeug, weil mein Zeug habe ich ausgeräumt. Das muss ein Vorbesitzer gewesen sein. Meins war es nicht. Ah ja. Also meins ist es. Meins habe ich. Ich habe mein Zeug definitiv weg. Aber unter Garantie. Also gut, fahren wir wieder rüber. Tolle Spur.
habe ich mich mit einem Kollegen unterhalten und sagte, der Geruch kam mir irgendwie bekannt vor. Es ist der gleiche Geruch hier bei der Abfallbeseitigung, ne? Fleischerei, Abfallbeseitigung, der allergleiche Geruch. Da kam mir sein alter Job wieder in die Nase. Ah ja. Das bin ich ja beruhigt. Da habe ich früher gearbeitet, in der Fleischverwertung. Also, ne, gammeliges Fleisch abholen und so, das hat genauso gestimmt. Aha. Haben wir uns ein wenig unterhalten, ja, er fährt jetzt für die und die Firma, also für die Firma. Und zwar auf nach Hamburg, Aachen, KL für Aachen, 4 Kunden. So, pass auf. Na, Schichtzeit, wenn Schichtzeit um, dann ist Schichtzeit um. Da musst du auch sagen, Schichtzeit um und Feierabend. Da habe ich ihn wieder getroffen, Schnauze voll. Ich habe jetzt 18 Stunden Schichtzeit hinter mir. Aha. Ich habe so direkt gesagt, ja, ich weiß. Aber die haben mich so dermaßen eingekennzt. Naja. Und da habe ich zum Chef gesagt, entweder ich kriege was anderes oder ich kündige. Na, der Chef sagt, jawohl, ist er nach und kriegst was anderes. Und er hat dann für mich vorgeladen. Das finde ich sehr schön, er hat für mich vorgeladen in Hamburg. Mit 1, 2, 3, 3 oder 4 Kunden. Glaube ich 3 Kunden. Naja, erster Kunde da, zweiter Kunde da, dritter Kunde da. Ich komme am ersten Kunden an. Ich habe Ware für euch. Die laden 10 Paletten aus. Dann stellen die fest, hoppala, die Ware ist ja gar nicht für uns. Wie, die Ware ist ja für uns? Ja, das ist der andere Laden. Okay. Und ausladen, euer Zeug? Nein, ist nicht. Einladen, dahin fahren, ausladen, wiederkommen. Also, den ganzen Schrott wieder eingeräumt, die 10 Paletten. Frag mich mal Sonnenschein. Dahin getackelt, zum nächsten Kunden entladen, den zweiten Kunden entladen, dann den dritten. Den letzten, wo ich eigentlich zuerst machen soll. Der hat es genau andersrum geladen, wie auf dem Zettel stand. Ja, den letzten zuerst und den zuerst zuletzt. Ja, dann war ich beim ersten gestanden und hatte den zuletzt hinten drauf. Scheiße, dumm gelaufen. So, und dann hat sich ein Pkw-Fahrer gedacht, auch ich stelle mich mal hier mitten in die rein. Also du kommst rein zum Hof, dann musst du vorfahren, links rum, das ist eine schöne lange Spur. Da stehen zwar drei Autos vorne geparkt, aber die stören dich nicht. Bis du deinen Zettel gerade gezogen hast, so viel Platz ist, dann kannst du einfach rückwärts zurück an die Rampe fahren. Und er hat sich halt gedacht, ich stelle mich jetzt mitten rein, 10 Meter vor die Autos und gehe zum Einkaufen. Und ich komme an. Freunde, das kann es nicht gewesen sein. Das gibt's nicht. Wer ist denn der Vogel? Wer ist denn? Ja, wir lassen ihn mal ausrufen. Aber ich sag, Freunde, das bringt nichts. Ich fahre jetzt raus, rückwärts, mach einen Dreher und fahre rückwärts wieder rein. Ja, okay. Dann habe ich gerudert und gerudert und gerudert. Alter Mann. Fahren. Und dann parallel zur Autobahn auf der anderen Seite. Aha. In Hausermoos. 1 Kilometer. Naja. Gebiet in der Schleißheim. Das ist sehr schön. Ich muss da rein und darf nicht reinfahren.
Aber ich denke mal, ins Gewerbegebiet darf ich fahren, oder? Microsoft auch. In 1 Kilometer links fahren. Baxter, Kratzer, Lecker. Ficker. Was ist das? Nächste Straße. Ich hasse es. Also ich hasse es nicht im Sinne von ich hasse es, sondern ich hasse es. Weil es ist ja bei mir auch gleichzeitig ein Insider. Ungefähr. Weißt du? Ja, das ist, manche Leute würden zu ihm Schöpfer sagen. Weiß jemand, wie er aussieht, wie er heißt, wo er wohnt? Kennt jemand seine Telefonnummer? Ich würde ihn gerne anrufen und sagen, was er für ein Schreck Scheiße ist. Ach, guck an, da ist, da wollen wir nachher fahren. Schon jemand da ist. Verzögerungen, Stau, Unfallschäden, Fehlmeldungen oder Annahmeverweigerungen sind wir sofort zu informieren. Logistik, bla bla bla, Anlieferadresse unter Schleißheim, bla bla bla, Kaufhausgut und so weiter. Ja, ja, ist recht. Hier sind die Pkw-Parkplätzen. Was super. Mal hier. Ja. Aber die Straße stimmt eben nicht. Weil hier steht was von Zufahrt Gutenbergstraße. Also, Moment, kleinen Augenblick.